Musst du ganz besonders als Vater Kalorien zählen, um abnehmen zu können? In einem der letzten Videos hat die Farbe meines Hoodies nicht gepasst. Deswegen habe ich heute meinen ranzigen alten grünen Pulli ausgepackt. Ich hoffe, der gefällt dir ein bisschen besser. Und ich hoffe, dass diese Farbe jetzt die Seriosität auch rüberbringt, mit der ich auch dieses Thema jetzt halt angehen werde. Spaß beiseite. Ich habe keine Ahnung, was die Farbe meines Hoodies oder die Qualität meines Hoodies damit zu tun hat, dass ich 2023 1000 Vätern oder mehr dabei helfen mag, 10 oder mehr Kilo nachhaltig abzunehmen. Und deswegen lasst uns jetzt ernsthaft in dieses Video reinspringen. Ich werde versuchen, dieses trockene Thema mit ein bisschen Humor und Spaß aufzubereiten. Damit ich heute auch super klar auf den Punkt komme, habe ich mir ein paar Zeilen vorbereitet, an denen ich mich lang angeln mag. Damit du sofort eine Antwort hast auf diese Frage, muss ich denn als ganz besonders als Vater Kalorien zählen, um abzunehmen? Die ganz glasklare Antwort ist nein, du brauchst keine Kalorien zählen. Aber, und dieses Aber richtet sich jetzt nur an dich, wenn du tatsächlich langfristig endlich mal abnehmen magst, deinen Bierbauch langfristig loswerden magst und nicht ständig immer wieder von vorne anfangen willst. Wenn du einfach nur so ein schnelles Mikrowellenleben leben magst, was so durchschnittlich oder unterdurchschnittlich schmeckt und dementsprechend auch die Ergebnisse hat, dann schalt es einfach weg, weil nein, du musst nicht Kalorien zählen. Aber ich will dir ganz kurz erklären, was es für Vorteile hat, wenn du dich damit mal auseinandersetzt. Stell dir mal bitte einfach mal vor, du hättest Verantwortung. Stell dir mal vor, du hättest Verantwortung für zum Beispiel deine Firma oder du bist leitender Angestellter und hast Verantwortung für deine Mitarbeiter, dass die auch regelmäßig und auch rechtzeitig ihr Geld, ihr Cash bekommen, damit sie sich um ihre Familien kümmern können. Stell dir nur mal vor, du hättest diese Verantwortung. Und wenn du diese Verantwortung für deine Firma oder als leitender Angestellter hättest, stell dir nur mal vor, du würdest jeden Monat 5% mehr ausgeben als das, was geplant war oder was ausgemacht worden ist. Die Antwort ist ganz klar. Wenn du mit der Firma einfach über einen längeren Zeitraum schlecht wirtschaftest, dann bist du mit deiner Firma oder mit der Firma, wo du angestellt bist, bist halt irgendwann mal pleite. Da erzähle ich dir nichts Neues. Und genau aus diesem Grund ist zum Beispiel eine der wichtigsten Fragen in der Bye-Bye-Bierbauch-Checkliste, was ist dir in deinem Leben wirklich wichtiger? Geld oder Gesundheit? Und ich weiß, diese Frage, die kann man sehr hypothetisch und sehr philosophisch beantworten, aber wenn du dich jetzt nur für eine Seite zu entscheiden hättest, was ist dir in deinem Leben wichtiger, Geld oder Gesundheit? Lass mich das mal unten drunter super gerne wissen, weil die Antwort auf diese Frage ist elementar. Die allermeisten werden diese Frage beantworten, hey, die Gesundheit ist mir wichtiger. Und da stimme ich dir absolut zu, denn wenn du gesund bist, und einfach mit ein bisschen gesundem Menschenverstand eins und eins zusammenzählst und vielleicht schon mal ein Geschäft, ein Business, ein Unternehmen vielleicht aufgebaut hast, in einer Firma gearbeitet hast, dann kannst du, wenn du halt einfach gesund bist, und gesund ist natürlich auch sehr weit gefächert, kannst du unendlich viel, unendlich ist auch wieder weit gefächert, kannst du unendlich viel Geld machen. Wenn du einfach smart bist, wenn du einfach fähig bist, Geld zu machen und dementsprechend gesund bist, dann kannst du so viel Geld machen, wie du magst. Und bitte leg das jetzt nicht auf die Goldwaage, ich überspitze das Ganze jetzt mit Absicht ein bisschen. Übrigens, wenn du die Bye-Bye-Bierbauch-Checkliste noch nicht hast, mit dieser Frage und 11 weiteren, die super elementar und super wichtig sind, bevor du dich mit deinem Training auseinandersetzt, bevor du dich mit deiner Ernährung, Diätplänen, Ernährungsplänen auseinandersetzt, diese Checkliste ist zuvor zu beantworten. Also wenn du nicht nur an der Oberfläche kratzen magst und wenn dich die Farbe meines Hoodies und die Qualität meines Hoodies nicht stört und du nicht nur an der Oberfläche kratzen magst, sondern ein bisschen tiefer gehen magst, nicht mehr ständig von vorne beginnen magst, diese Bye-Bye-Bierbauch-Abnehmen-Reise, dann hol dir meine fucking Checkliste und geh diese Fragen ernsthaft durch. Beantworte sie ernst und du wirst aufhören, ständig wieder von vorne anfangen zu müssen. Wo du die Checkliste findest, ganz einfach, www.fitdaddy.de, hol sie dir da und geh sie durch. Nutz sie selbst oder nutz sie vielleicht gemeinsam mit mir, stell mir gerne Fragen, auch gerne hier unterhalb. Ich freue mich natürlich auch immer über konstruktive Fragen und Feedback und Kommentare und natürlich freue ich mich auch über alle ironisch gemeinten Kommentare, die sich darauf beziehen, welche Farbe jetzt hat mein Hoodie hat, welches Cappy ich heute trage oder wie viele Haare ich jetzt noch am Kopf habe. Zurück zum Thema. Wenn du die Frage also beantwortest, dass die Gesundheit wichtiger als Geld, dann frage ich mich, hey, warum legst du mehr Aufmerksamkeit
aufs Geld? Warum rechnest du öfter dieses Thema Geld durch? Sei es in deinem Beruf, in deiner Berufung, sei es in deinem Privaten. Warum legst du deutlich öfter und mehr Aufmerksamkeit aufs Geld, anstatt auf deine Gesundheit? Weil wenn ich dich frage, wie oft du mit der wahrscheinlich wichtigsten Gesundheitswährung schon hin und her gerechnet hast und da mal eine Bilanz gemacht hast, da mal Kosten gegenübergestellt hast, dann hast du das wahrscheinlich noch nicht so oft gemacht. Und die wichtigste Gesundheitswährung ist nun mal einfach die Kalorien. Es geht nicht darum, ob du dich jetzt gesund ernährst, ob du jetzt halt Intervallfasten machst, ob du jetzt halt High Carb machst, dich ketogen ernährst, vegetarisch dich ernährst, vegan dich ernährst. Das ist alles wichtig, ja, zu beobachten. Aber all die ganzen Dinge wie Intervallfasten, Low-Carb-Diät, High-Carb-Diät, was ich alles hier schon alles eben aufgezählt habe, all die Dinge helfen dir, wenn du abnehmen magst, ein Kaloriendefizit zu erreichen. Beim Intervallfasten, da lässt du vielleicht sogar eine ganze Mahlzeit weg. Und wenn du jetzt nicht einfach richtig dumm bist und in den anderen 2-3 Mahlzeiten am Tag die ganzen Kalorien wieder reinholst, die du in dir in eine eingespart hast, naja, dann ist es halt sehr einfach, ein Kaloriendefizit zu erreichen. Was ist jetzt ein Kaloriendefizit? Ganz simpel und einfach. Dein Körper braucht eine gewisse Energiemenge. Nehmen wir einfach ganz theoretisch, das gilt nicht für jeden, einen Wert von 2000 Kalorien an. 2000 Kalorien, das ist die Energiemenge, die dein Körper braucht. Nicht nur, um irgendwie zu rennen von A nach B, sondern einfach, um dich von A nach B zu bewegen, um zu blinzeln, damit dein Herz schlägt, damit all die ganzen Zellen, die jeden Tag kaputt gehen und sterben, wieder aufgebaut werden, sind übrigens so zwischen 30 und 50 Millionen Zellen pro Tag. Und dafür braucht dein Körper Energie, nicht nur für Training. Und wenn wir jetzt diesen theoretischen Wert von 2000 Kalorien nehmen, die du brauchst, und wenn du jetzt einfach jeden Tag drüber bist, jede Woche im Durchschnitt drüber bist, jeden Monat drüber bist, dann hast du einfach zu viel Energie zu dir genommen. Und diese zusätzliche, überschüssige Energie, das ist ein Kalorienüberschuss. Und das wird dein Körper nicht einfach nur durchjagen und das verlierst du nicht einfach nur auf dem Klo, sondern das bunkert dein Körper in Form von Körperfett. Dein Körper baut einen Energiespeicher auf. Und Tatsache, dass du jetzt einen Bierbauch hast, einen Körperspeicher hast, und übrigens, der Bierbauch kommt nicht einfach nur vom Bier, du kannst auch einen Bierbauch haben, ganz ohne irgendeinen Tropfen Alkohol. Wenn du wissen magst, wie der Bierbauch entsteht, dann schau dir unbedingt mein Video an, wie ein Bierbauch entsteht an. War das jetzt ein deutscher Satz? Keine Ahnung. Aber die Tatsache, dass du heute unglücklich mit deinem Körper bist, ungesund dich fühlst und ungesund vielleicht sogar bist, weil du irgendeine Scheißdiagnose vom Arzt bekommen hast und dir dieses Video jetzt hier anguckst, weil du ernsthaft mal gucken magst, hey, wie du deine Gesundheit verbessern magst, wie du vielleicht einfach auch durch deine Gesundheit mehr Sicherheit deiner Familie, nicht nur dir selbst, sondern deiner Familie auch geben kannst, dann ist die Tatsache, dass du heute übergewichtig bist, der Beweis dafür, dass du einen Kalorienüberschuss hattest in den letzten Monaten und Jahren. Und die Tatsache, dass du jetzt übergewichtig bist durch einen Kalorienüberschuss, die beweist, dass es auch genau das Gegenteil geben muss. Denn unsere Welt funktioniert immer so. Es gibt Tag und Nacht, Männlein, Weiblein, groß und klein. Und wenn es eben einen Kalorienüberschuss gibt und du mit dem zunimmst, dann gibt es auf der anderen Seite ein Kaloriendefizit, ein Minus. Und damit wirst du abnehmen. Und um ein Kaloriendefizit zu erreichen, gibt es wie gesagt viele verschiedene Methoden. Das ist das Intervallfasten. Aber du wirst nicht abnehmen, nur weil du Intervallfasten machst und weil du auf einmal deinen Essenszeitraum verkürzt und kleiner machst. Sondern das Intervallfasten hilft dir dabei, ein Kaloriendefizit zu erreichen. Und wegen dem Kaloriendefizit nimmst du ab. Genauso ist es halt, wenn du eine Low-Carb-Diät machst. Wenn du bestimmte kohlenhydratlastige Sachen weglässt, die haben oft auch sehr viel Fett mit dabei, dann hilft dir Low Carb, ein Kaloriendefizit zu erreichen und wegen dem Kaloriendefizit nimmst du ab. Genauso ist es auch mit High Carb, mit einer ketogenen Ernährung, mit einer vegetarischen, mit einer veganen Ernährung. Du kümmerst dich einfach auf eine andere Art und Weise mehr um deine Ernährung und das hilft dir dabei, ein Kaloriendefizit zu erreichen. Punkt. Und wenn dir das mit dem Kaloriendefizit jetzt in den letzten 1-2 Minuten klar geworden ist und du jetzt auf der anderen Seite sagst, oh, dann darf ich ja nur weniger essen, dann sage ich dir,
falsch. Guck dir dazu unbedingt mein Video zum Thema Energiedichte an. Denn in dem Video zeige ich dir, wie du, obwohl du weniger Energie isst, du trotzdem mehr essen kannst. Hört sich total kontrovers an und irgendwie, wie soll das funktionieren? Aber wenn du dir dieses Video zum Thema Energiedichte angeschaut hast, dann wirst du absolute Klarheit haben. Genauso übrigens wie mit der Bye-Bye-Bierbauch-Checkliste, die du dir hoffentlich schon geholt hast unter www.fitdaddy.de. Musst du also Kalorien zählen, um abzunehmen? Nein, ganz klar, musst du nicht. Aber wenn du kurz davor bist, pleite zu gehen, egal ob privat oder im Beruflichen, dann wirst du dir 100% deine Finanzen angucken. Du wirst auf den Cent runterrechnen, wo kann ich was einsparen. Du wirst die Euros, du wirst die wichtigste Geldwährung, du wirst sie miteinander vergleichen, damit du nicht pleite gehst. Und wenn du gesundheitlich heute jetzt fast halt schon pleite bist, dann solltest du die wichtigste Gesundheitswährung, das sind die Kalorien, einfach auch mal gegenüberstellen und auch mal zählen. Und du wirst feststellen, dieses Kalorienzählen ist am Anfang eine Scheißarbeit. Ja, es ist ein Pain in the ass und es macht auch absolut keinen Spaß. Ich meine, wer hat ernsthaft wirklich Spaß daran, irgendwie Bilanzen zu vergleichen und Zahlen zu vergleichen, eine Bilanz aufzustellen, Buchhaltung zu machen, bis auf ein paar Buchhalter. Aber es ist halt einfach notwendig, wenn du ein gesundes Unternehmen hast. Und genauso ist es halt notwendig, einfach mal eine Ahnung, ein Gefühl, ein ernsthaftes Wissen über deine Kalorienmenge zu haben, wenn du gesund sein magst, ähnlich wie deine Firma. Was du jetzt nach diesem Video unbedingt zu tun hast, ist als erstes die Bye-Bye-Bierbauch-Checkliste dir runterladen, wenn du sie noch nicht hast. Geh diese 12 Fragen ernsthaft durch, wenn du nicht einfach nur weiter an der Oberfläche rumkratzen magst. Zweitens, find eine Möglichkeit, wie du einfach deine Kalorien mal zählen kannst. Wenn du keine Ahnung hast, wie das funktioniert, lass mich das hier unten drunter einfach wissen, dann mache ich das zu einem Thema von einem der nächsten Videos. Und drittens, like unbedingt dieses Video, wenn du bis hierher geguckt hast, wenn es dir geholfen hat, dir vielleicht die Augen geöffnet hat, und abonniere den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Wenn du magst, sehen wir uns gerne morgen wieder. Bis dann.